Also, erstmal kleiner Fun Fact. Ich weiß nicht mal, wie viel Exoskull-Contorker normal geht. Diese Karte befindet sich auch in das Set Magician Force. Das hilft mir gar nicht. Moin Leute, was geht ab und hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video oder besser gesagt zu einem neuen Format auf meinem Kanal. Wie ihr seht, ich habe heute einen Gast am Start, nämlich der liebe Schattenspieler. Was geht ab? Moin. Moin. Ja. Eigentlich hast du es falsch angekündigt. Du hast zwei Gäste. Wieso habe ich zwei Gäste? Wir haben hier einen Rescue Rabbit! Das stimmt nicht. Den habe ich total vergessen. Ey, ich glaube, geilste Plüschtier, ganz Yu-Gi-Oh! Ich bin einfach neidisch drauf. Ja, Leute, was machen wir heute? Ganz einfach, ich bin hier und ich bin der Quizmaster heute. Und ich werde einfach die ganze Yu-Gi-Tuber eins nach dem anderen schnappen und deren Yu-Gi-Oh!-Wissen einfach mal testen und gucken, wie viel Ahnung die einfach von dem Thema haben. Es kann Kartenpreise sein, es kann über Anime sein, es kann über Ruling sein, irgendwelche Karteneffekte, was auch immer. Hä, darüber haben wir nicht geredet, was? Tja, ich hab dir gesagt, du kannst dich nicht darauf vorbereiten. Das habe ich dir schon gesagt. Also, okay. Jetzt kurz mal zu Regeln. Es gibt insgesamt 150 Punkte zu holen. Plus, 150? Genau, es sind 10 Fragen sind das insgesamt. 150 Punkte und insgesamt 120 Bonuspunkte kannst du auch noch sammeln. Wie du die sammelst, kommen wir noch dazu. Okay. Du hast zwei Joker. Einmal eine 50-50 Joker. Das heißt, wenn du eine Frage, keine Ahnung hast, was die Antwort ist, kannst du mir sagen und ich gebe dir einfach zwei Antworten vor. Und du kannst eins davon aussuchen. Okay. Und Joker Nummer 2 ist das, du kannst eine Frage komplett wechseln. Okay? Wechseln heißt löschen oder wechseln heißt erstmal die nächste und du musst sie später trotzdem beantworten? Nee, wechseln heißt komplett löschen und du kriegst eine komplett neue Frage. Ach so. Genau. Ja. Ich werde dir genau für jede Frage werde ich dir sagen, wie viele Punkte du dafür bekommen kannst und ob da eine Bonuspunkte zu holen gibt oder nicht. Alter, ich fühle mich wie in der Schule, ey. Ja, so sieht's aus. Erstmal Schulbank drücken hier wieder. Tja, das passt jetzt zu deinem Plüschtier. Deswegen dachte ich mir so. Ey, willst du sagen, dass man Plüschtiere nach der Schule nicht mehr haben darf? So, bist du ready? Also, Rescue Rabbit ist ready, ich nicht. So. Tja, dann vielleicht hilft er dir. Gut, Frage Nummer 1. Ist eine Anime-Frage? Boah, er fängt gleich so an. Mach doch nicht diesen. Oh ja, okay. So, Maximilian Pegasus kennst du ja, ne? Ja, korrekt. Super. Also, dann sag mir mal, wie heißt das Turnier, was Pegasus veranstaltet hat in der Anime? Das Ding ist, heißt es sogar so wie die Insel? Er sagt ja immer, willkommen im Königreich der Duellanten. Okay. Aber heißt das Turnier auch so? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das weiß ich nicht. Das musst du mir sagen. Du weißt es, glaube ich, schon, aber... 10 Punkte hat diese Frage. Ja, also ganz ehrlich, ich überlege gerade... Ich weiß sogar, wie die Firma von Pegasus heißt. Mir fällt nichts ein. Ich würde eigentlich sagen, Königreich der Duellanten. Also, das ist deine letzte Antwort? Oh, leider. Okay. Und die Antwort ist richtig. Ja! Sehr nice! aber es hätte auch einfach die Insel sein können, ne? So im Königreich der Duellanten so. Das stimmt, das Insel. Stimmt. Ja, das stimmt. Aber richtig gut geraten, auf jeden Fall. Richtig gut. Nee, der war ein bisschen Wissen dabei. Also, war Halbwissen. Stimmt, Halbwissen. Ja, okay. Sorry. So, dann hast du 10 Punkte. Nice. Dann. Schon mal nicht 0. Das stimmt. Das wäre hart. 0 wäre, glaube ich, sehr hart, ja. Bei 10 Fragen 0 ist schon bitter. Das ist bitter. Bei 150 Punkte, das ist schon ein bisschen hart. So, Frage Nummer 2. Bist du ready? Ja, ich bin sowas von ready. Gut. Du kennst ja die Karte, das ist doch ziemlich eine ziemlich neue Karte. Access Code Talker in Starlight Rare. Also ja. Zugangskodiersprecher in Starlight Rare. Ja, klar. Ich möchte gerne wissen, wie viel kostet die Karte in English First Edition Nearmint? Hier kannst du 60 Pluspunkte sammeln. Nummer 1. Was? Pluspunkte? Ja, also okay. Bonuspunkte. Die Frage hat sowieso 15 Punkte. Bevor du sagst, wie viel das kostet, du musst mir mal sagen, in welche Tier sich diese Karte befindet. Tier 1 ist 0 bis 100 Euro. Tier 2 100 bis 250 Euro. Tier 3 250 Euro plus. Und wenn du den Preis genau richtig errätst, kriegst du noch 50 Punkte dazu. Ja, genau. Einfach richtig raten, genau.
Also, erstmal kleiner Fun Fact. Erzähl mal. Ich weiß nicht mal, wie viel Access Code Contorker normal geht. Also momentan so. Oh, also, ich dachte, diese Frage ist so einfach. Ja, ich guck mir gar keine Preise an. Ich habe Access Code Talker hier rumliegen seit, keine Ahnung, also seit der halt in Goldrare raus ist. Das war's. Und was soll ich gucken, was der geht, wenn ich den habe, so weißt du? Was denkst du, welches Tier das ist? Ist es 1, 2 oder 3? 2 war von 100 bis 250? Genau, richtig. Ja, ich würde sagen, Tier 2 ist der. Okay. Also alles, also Tier 1 wäre sehr überraschend, also dann kaufe ich mir vielleicht nochmal einen. In Starlight Trainer? Ja, ja, klar. Okay. Starlight. Obwohl, warte, der Charma? Ah, du hast 250, das ist ja tricky, ne? Mhm. Die Charmas gehen zum Teil so 300, also je nachdem welche Eigenschaft. Also Dark geht 550, nur damit ja, genau. Du Bescheid weißt. Ja, aber die kleine, also die anderen gehen ja nicht so viel. Also, die gehen auch über 100. Boah, könnte der 300 gehen? Wenn es 300 geht, ist ja Tier 3 dann, ne? Ja, ja, ich weiß. Das ist ja das Problem an der ganzen Sache hier. Also ich weiß, dass Apo Tausender geht. Also ein bisschen mehr sogar zwischen. 1300 in Englisch. Ja. Ja. Ey, du mal dein Englisch, Alter. Ja, das ist wichtig bei der Frage, ne? Merkt ja, ihr das? Ja, das ist klar. Preistechnisch ist das wichtig. Ja. Ach, stimmt, der ist sogar... Ja, also natürlich ist der First, aber nicht Ami, ne? Nein, nicht Ami. Das da wäre noch mal teurer wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Ja, nee, okay, also aufgrund der ganzen hier Wichtigkeitsmerkmale würde ich dann doch zur Tier 3 tendieren. Was war das? 250 20 plus. Einfach 250 plus. Ja, wow, das hilft mir ja richtig viel beim Raten des Preises dann später. Aber ich sag Tier 3. Okay. Ach so, ich krieg noch keine Antwort, ob das nein, stimmt. Nein, natürlich nicht. Oh, du musst ich dachte, das alles. Hilft mir jetzt. Nein. Oh, nee. Ich muss jetzt irgendeine Summe droppen? Jetzt musst du eine Summe droppen. Ah, aber warum dachtest du denn, dass man weiß, wie teuer eine Starlight Rare ist? Ich weiß nicht, wie viel Black Rose in Starlight geht. Ja, ich muss jetzt raten. Also jetzt kommt das blaue Raten. Exakt auch noch, genau. Ja, ich sag straight raus, 500. 500. Tier 3, 500. Gut. Die 10 Punkte für Tier kriegst du tatsächlich. Das ist Tier 3, auf jeden Fall. Ja. Ich habe mich schon gewundert, dass du mit Tier 2 angekommen bist. Da dachte ich mir so, was ist denn da los? Aber du hast gesagt 500 Euro. Der Access Code Talker in Starlight Rare First Edition. Der erste deutsche Verkäufer auf Card Market. 800 Euro. 800? Ja. Hä, das war doch gar nicht so weit daneben. Um 300 Euro warst du daneben. Ja, dezent, okay. Das ist ja vorbei, glaube ich. Ja. Aber hey, guck mal, du musst positiv sehen. Von mögliche 75 Punkte hast du 10 Punkte geholt. Das klingt jetzt nicht so gut, aber... Ja, ich meine, immerhin etwas. Wieder nicht null, das ist die Devise hier. Wieder nicht null, das ist wichtig. Genau. Dann gehen wir weiter. Frage Nummer 3. Eine 20-Punkte-Frage ist das. Kennst du die Karte Pinguin-Soldat? Ja. Okay, was ist dein Effekt? Flip gibt 2 Monster zurück auf die Hand, oder? Richtig! Nice, sehr nice. 20 Punkte. Guck mal, easy 20 Points. Hä, wie? Das war die Frage? Ja, das war die Frage. Was? Ich dachte, da kommt jetzt so noch so, was passiert, wenn oder so. Ich dachte jetzt so, das, ja, ist okay. Ey, nimm doch mit die einfache Fragen. Hä? Ich dachte jetzt, was kommt jetzt? Nein, das war's. Okay, perfekt. So, Frage. Einmal volle Punktzahl. Ja, zweite Mal volle Punktzahl. Erste Frage hast du ja auch richtig beantwortet. Ja. Boah, jetzt habe ich einen Run. So, Frage Nummer 4. Kennst du das Set Strike of Neos? Bestimmt, ne? Ja, kenne ich. Gut. Also, oh nee, komm, mach jetzt nicht so. Okay. Welche Elementarheldkarte aus Strike of Neos hat bis heute nie ein Reprint mehr gesehen? Ich kenne die Karte sogar, aber ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Also ich kenne sie von Artwork her, aber ich würde jetzt stumpf, also wie gesagt, ne, also ich kenne sie wirklich bildlich, also ich kann sie dir quasi malen. aber nicht den Namen nennen. Ich würde jetzt raten, erzähl also mal. Natürlich ein bisschen. Die fangen ja alle mit Elemental an. Elemental ja. Neos, ne? Ja, genau. Nee, Elemental Striker Neos heißt er dann, ne? Nein. Strike of Neos ist ja das Set. Ja, und der kann ja trotzdem so heißen. Wenn du so meinst. Na, warte. Da locken wir noch nicht ein. Der Witz ist, ich hab sogar letztens diesen Fact erfahren, dass die halt nicht gereprintet wurde. Nicht vergessen, du hast auch Joker, ne? Ach so, ja. Ach so, ich kann jetzt skippen, ne? Du kannst auch skippen. Eine 50-50 kann ich dir nicht geben für diese Frage. Ach so, wer hätte das gedacht? Das wäre zu einfach. Das Ding ist, ich weiß sie ja eigentlich, aber ich kaufe den Namen nicht. Und da wir jetzt hier keine 0 Punkte holen wollen, dann skippen wir jetzt hier einfach mal. Okay, also willst du hier, darf ich einen Joker benutzen? Aber sicher, 100%. Alles klar, dann wechseln wir mal die Frage. Nee, ich will die Antwort jetzt erstmal haben hier, mein Lieber. Das heißt, Elementar Hero
Erneos. Erneos. Oh Mann, ich wusste es eigentlich. Es gibt davon nur zwei Prints, einmal Ultra Rare, einmal Ultimate Rare, aber genau, nur in dem Set. Genau, ja. Richtig. Deswegen ist die Karte auch übelst teuer. Gut. Sammlerkarte. Richtig. Dann kommen wir zu deiner nächsten Frage, beziehungsweise Ersatzfrage. Ja, Frage 4 quasi. Frage 4.1. Genau, 4.1. Du kennst ja noch Battle City Turnier, ne? Also. In, dem, weiß, in der Anime. Ja, ja, ich weiß, was es ist, aber kennen ich, es kommt noch auf die Frage. So, da hat ja Kaiba gegen Yugi einmal gespielt. Korrekt, im Halbfinale. Im Halbfinale. Yugi hat ein Monster beschwört. Diese Monster wurde ein einziges Mal in kompletter Anime gezeigt, nämlich nur bei dieser Szene. Aber bei uns in TCG hat diese Karte über 26 Prints. Welche Karte ist das? 26 Prints? Ja. Muss ich jetzt den vollen Namen sagen oder reicht, wenn ich die Karte beschreibe? Die Karte hat ein ganz kurzer Name. Zwei Wörter sind das. Ich bin auf dem falschen Dampfer. Ich wollte gerade richtig gönnerhaft. Was sollst du sagen? Ja, diese Fusion, diese Ultra-Fusion, die ruft ja doch zum finalen Schlag oder bin ich im falschen Duell? Ja, aber welche Fusion war das? Hä, ja, ich meine die mit dem Black Luster Soldier, aber das ist sie ja nicht, weil die hat voll den langen Namen. Oder den kurzen Namen? Ich weiß es nicht. Sagst du mir. Nee. Du bist auf der richtigen Spur. Achso, ist doch die richtige Spur. Das ist die richtige Spur, auf jeden Fall. Ja, aber ich dachte, hä, der hat doch voll den langen Namen. Was ist das kurzer Name hier? Zwei Namen. Der hat zwei Wörter, sein Name. Hä? Auf Englisch und auf Deutsch. Es macht keinen Unterschied. Beide sind zwei Wörter. Ja, du willst jetzt einen exakten Namen. Und wenn ich nicht exakt treffe, habe ich eh falsch, oder? Ja, dann kann ich die Frage faktisch nicht beantworten. Keine Ahnung, ultimativ. Nein, ich geb dir mal einen Tipp. Okay? Ich geb dir einen Tipp. Diese Karte befindet sich auch in das Set. Oh Gott, das hilft mir ja richtig weit. Magician Force. In zwei verschiedene Prints. Das hilft mir gar nicht. Es gibt zwei Prints davon. Und eins davon dürfte gar nicht drin sein. Das war ein Missprint von Konami. Ja, da weiß ich. Ja, jetzt! Ah. Ach so, du meinst Meisterdrache. Ja klar, let's go. Nein. Ja, ich habe keine Ahnung, du. Erzähl's mir. Okay, die Karte heißt Dark Paladin. Dunkler Paladin. Habe ich doch gesagt, oder? Nein, also, hast du kannst doch mal eben abspielen, Replay. Ich habe es 100% gesagt. Der Dunkler Paladin siehst du ein einziges Mal in komplette Anime, aber diese Karte hat bei uns über 26 Prints. Keiner weiß warum, aber es ist halt so. Es ist dunkel und Paladin ist doch geil. Also ja, das ist, mehr Prints. Das ist eigentlich geil. Okay, dann war es mit 20 Punkte. Oha, cool. Leute, habt ihr gehört? Ich kriege jetzt pro Punkt einen Euro. Ich will später einen Check sehen, mein Lieber. Dafür musst du ein bisschen hier Punkte sammeln. Das ist ja gar nichts hier bis jetzt. Hä, warte, wie hab ich? 40 Punkte. 40. 40 Euro nehme ich mit? Ich höre auf. Kann ich wie bei Wer wird Millionär einfach rausgehen? Dann okay, weiter. Nicht. Weiter geht's. Frage Nummer 5. Die Karte Chaos Imperator Drache Gesandter des Endes. Ne? Ja, ja. Wie viel ATK und Def hat diese Karte? 3000 Angriffskraft und boah, Defense. Hat der so, oder ich struggle. Hat er so viel wie Blue Eyes oder hat der einfach weniger? Also ich entweder der 2000 oder 2.5 meine ich. Oder der 2.1? Also sind über 2000 auf jeden Fall. Ich muss ja was einloggen. Ich sag jetzt einfach 2.5. Alles klar, das ist richtig. Yes! 10 Punkte. 50 Euro! Let's go! So, nächste Frage. Die Karte aufrichtig. Kennst du die Karte? Ja, kenne ich. Gut. Bin froh, dass du nicht dunkle aufrichtig genommen hast. Der hätte gar keine andere Fähigkeit. Dann erzähl mal, wie lautet sein Effekt? Muss ich nicht wortwörtlich wiedergeben, nur inhaltlich. Nee, inhaltlich. Ja, einmal pro Spielzug. Boah, kann ich einen Fee oder ihn selber? Ein pro Spielzug kann ich auf jeden Fall ihn selber zurück auf die Hand geben. Ja. Das ist der eine Effekt. Und der andere Effekt ist, du kannst die Karte abwerfen, wenn ein Lichtmonster von dir kämpft. Und dann erhält dein Monster so viel ATK, wie das gegnerische Monster Angriffspunkte. Das ist genau richtig. Yes. Sehr nice. Sehr nice. Das sind ja richtige Oldschool-Fragen. Ohne Witz, wenn ich erst vor 3 Jahren angefangen hätte, ich hätte ja gar keine Ahnung. Ja, wenn du auch vor 3 Jahren angefangen hättest, hätte ich doch nicht solche Fragen gestellt. Das ist ja wohl klar. Ja, du weißt, dass ich ein alter Fuchs bin. Yes, ganz genau. Nächste Frage, ist eine 5-Punkte-Frage. Also schön, du hast gar nicht gesagt, wie viel Geld ich jetzt bekommen habe. 20. Aufrichtig war es 20. 70, let's go. So, die 5-Punkte-Frage, wie heißt Pharaoh, also der Pharao, mit richtigen Namen? Komm, oh mein Gott. Ich will die Leute hier ja nicht spoilern, deswegen sage ich jetzt, was falsch ist.
Du weißt einfach nicht. Ich habe einen Namen im Kopf, aber ich weiß nicht, ob der richtig ist. Jetzt so jeder, der so richtiger Anime-Fan ist, wird sich so voll im Kopf fassen, wenn es falsch ist. Fängt mit A an, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn CK Phoenix das sieht... Ja, CK, es tut mir leid. Es tut mir leid. Nein. Atom oder so ähnlich. Oh mein Gott, das ist so peinlich. Ja, ich logge das jetzt einfach ein oder so. Ich komme auf nichts anderes. Komm, ich gebe dir mal die Punkte. Das heißt Atom, also mit so. E, aber... Ja, Leserechterschwäche. Ja, das ist okay. Lassen wir, ja, lassen wir ja, durch. Die 5 Punkte gebe ich dir. 5 Euro! So, nächste Frage. Den Celtic Guardian, also keltische Wächter, ne? Die Karte, kennst du ja. Ist das nicht der Elfenschwertkämpfer? Ja, ich glaube in Anime, genau, richtig. Ja, richtig, okay. Genau. Ich brauche sein ATK und Def. Ja, übertreib dein Leben! ATK und Def. Also das 1-4 ATK. Okay. Aber Defense ist... Mann, wer braucht denn die Defense? Ich sag jetzt 1-2. Boah, das ist richtig. Ja! Boah! Let's go. Also 1-4 kennt man ja. 1-4 also kennt man, ja. Weil man sieht ja immer direkt, wenn der beschwört wird, die 1-4. Ja. Aber 1-2. Aber, weißt du, warum ich das, warum ich die im Kopf hatte? Erzähl mal. Speed Duel lässt grüßen. Dann haben wir hier die vorletzte Frage. Und zwar. Wie viele Punkte gab das denn eben? Gerade eben gab es 10. Wow. So, nächste Frage. Hey, wo kriegt denn die ganzen Bonusfragen? Die Bonuspunkte kommen als letzte Frage jetzt. Ah, okay. Du hast auch noch 50-50 Joker, nicht vergessen. Ja, bisher konnte ich den ja nie einsetzen. Du bist mir einer. Und bei letzter Frage kannst du es auch nicht einsetzen. Das heißt, wenn du hier nicht weißt, dann sollst du es jetzt einsetzen. Ja, ich setze 50-50 ein. Gut, so. Nee, erstmal. Okay. Bakura kennst du ja aus Anime, ne? Nein. Was war er vor 5000 Jahren? Nein. Genau das weiß ich nicht. Halt, 50-50 Joker, du musst mir Antwortmöglichkeiten geben. Okay, ich geb dir. Alles gut. Okay. Option A. Jetzt kommt's. Er war ein Bettler. Option B, er war ein Dieb. Nee, also ich weiß, dass er ein Dieb war. Er wollte auch alle Millenniumsgegenstände klauen. Gut, das ist richtig. Tja! 20 aber, Minuten. Aber ich kann dir null erzählen. Ich weiß nicht, ob der einen anderen Namen hat. Zum Beispiel, du mit Namen, komm her. Wie hieß der mit richtigen Namen? Keine Ahnung. Hieß der auch Bakura einfach? Oder hat ja, er hieß Bakura, soweit ich weiß. Achso, okay. Ja. Ich weiß, dass, also ich kenne sogar die Teil der Staffel an sich, aber irgendwie habe ich da halt nur Elemente gesehen. Ich habe auch gar nicht das finale Duell gesehen. Ich weiß halt nur, dass er die ganze Zeit rumläuft und gefühlt alles raubt, was er will. Das weiß man. Ja, das stimmt, ja. Er erzählt ja irgendwann von seiner Vergangenheit, glaube ich, während er mit Yugi duelliert, wenn ich mich nicht irre. Und da erzählt er, dass er halt arm war und dass er ein Dieb war und so weiter. Ja, Grabräuber ist er ja eigentlich streng genommen sogar, ne? Ja. Letzte Frage. Wie viele Punkte waren das denn jetzt? Das waren 20 Punkte. Oh, ich bin über 100! Boom! Let's go! So, letzte Frage hat wieder 80 Punkte. Ja, er übertreibt wieder völlig. Wie teuer ist die Karte? Das habe ich extra für dich. Die Frage habe ich extra für dich. Das musst du die 80 Punkte holen. Wie teuer ist die Karte Stardust Dragon Ghost Rare First Edition English? Also da hat der Junge ja ganz anders schlecht recherchiert. Ich habe hier kein Stardust Ghost rumliegen, ich habe hier ein Black Rose Ghost. Ich weiß, aber du wolltest dir auch Black Rose Stardust holen, als wir das letzte Mal geredet haben. Also musst du wissen, wie viel du dafür ausgibst. Ha. Ich habe andere Prios. Das erste Mal für die Starlight Rare Black Rose Dragon, bevor ich mir irgendeine andere Ghost hole. So, erstmal, ist das Tier 1, 2 oder 3? Ja, Tier 3. Willst du mich verarschen? Weiß ich geht nicht. Über, mein, die bei geht über 1000, die bei geht über 1000 2000 Euro. Ja, jetzt, weil ich am Anfang einmal ein bisschen überlegt habe, es würde es mir hier nachgetragen. So ist ja, also, es ist Tier 3, ne? Das okay, Tier 3. Mhm. Das war ja, was war das, 500 plus? 250 plus. Also, wenn du mir einen für 200 Niermind gibst, kaufe ich, ist kein Problem. Bro, ich suche selber für 250 Niermind. Ja, also Tier 3, definitiv. Und exakten Preis wieder oder geht auch irgendwie annähernd dran? Wenn du hier um die 50 mehr oder weniger schätzt, gebe ich dir auch die Punkte. Wow. Ich dachte, er ist jetzt cool, irgendwie nett und gibt dir irgendwie 100 oder 200. Nein. Ja, also ich würde jetzt aber das ist auch eine gerade Zahl. Also das ist auch nicht wieder krumm. Ja. Naja, also ich würde 2300 sagen. 2300 Euro, First Edition, ja. Englisch. Boah, dann so höher. 2,5. Nee, komm, immer das erste. Wir loggen. Aber warte. Also nicht gegradet, ne? Nicht war gegradet, noch, nein. Weil gegradet gehen die nochmal mehr. Bleiben wir bei 2,3. 2,3, bist du dir ganz sicher? Ja, aber Niermind, ne? Niermind, richtig.
Ja. Bist du dir ganz, ganz sicher? Boah, jetzt verunsicherst du mich. Was bist du denn jetzt für einer? Ich weiß nicht, du musst es wissen. Du musst es wissen. Ja, was soll das denn jetzt? Also ich würde zwar, aber wenn du, also, wenn ich jetzt verändere und es war vorher richtig, dann ne, bist du schuld. Okay, okay. Ja, dann sag ich 3,5. 3,5! Jetzt rein! Oh Gott. Jetzt zu viel, Mann! Guck, wir sind doch ungefähr auf dem Nenner, das ist doch volle Punktzahl. Irgendwo zwischen 2 und 3000. Du musst mir mal ungefähr so deine Gedanken mit mir teilen. Wie kommst du auf 3,5 für eine Raw-Karte? Ja, deswegen bin ich bei 2,3 und dann verunsicherst du mich, oder war das einfach zu hoch? Also das Ding ist folgendes. Bei solchen Karten ist es extrem schwierig, weil es gibt oft mal so Karten, also zum Beispiel Stardust Ghost einfach, da hat jemand so eine Karte drin für 1300 Euro. Nächste, geil. Guckst du an, sagst, möchtest Bilder haben und das ist einfach nicht mir meint. So, jetzt halt das Problem. Und wenn du jetzt einfach davon ausgehst, wie der Typ das da reingestellt hat, dann okay. Aber wenn wir wirklich von einem Near Mind gehen, dann ist es halt teurer. Weil ein wirklicher Near Mind ist da, das geht halt deutlich mehr ein. Also ich hab das auf Card Market geguckt, den Preis. Und ich habe sogar auf TCG Player, da diese Card Market für die Amis, habe ich auch geguckt. Und die waren fast dieselbe Preise, waren das. Aber es ist einfach der erste Käufer, du hast nicht nach Bildern gefragt. Nein, 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 das ist der erste Käufer mit über 1000, 2000 Verkäufe. Ja, also keine Ahnung, dann sage ich weniger. Dann sage ich 1,3. 1,3, okay, 1,3. Aber gut. Ich bin ehrlich, ich würde 2,3 für einen perfekten Zustand Ghost, würde ich halt zahlen, ne? Also jetzt nicht, dass ich das hier rumliegen habe, aber so in der Theorie bin. Ja, ja, ja. Okay, also sagst du 1,3. Ja. Gut, die 10 Punkte für die Tier kriegst du? Ja, also das ist ja Tier 3, ist ja klar. Also wenn das unter 250 kostet, dann weiß ich auch nicht, was für ein Stardust Dragon das ist. Also, der Preis für First Edition Stardust Dragon Ghost Rare in Englisch ist 1500 Euro. Yay! Gut, du hättest doch einmal nett sein können. 200 Tolerant. Ich war nett genug. Ich hab dich von 2,5 von 3,5 runtergeholt erstmal. Nee, ich war bei 2,3. Oder 2,3. Ja, aber das Ding ist halt, also ich gehe halt von so einem realistischen Preis aus, wenn man es halt wirklich kauft, weil keine Ahnung, für 1,3, also wenn du für 1,3 im perfekten Zustand Stardust Ghost findest, hol sofort, also wenn du das Geld hast, ne? Aber ist halt voll der gute Preis eigentlich. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist immer bei den alten Ghost Rare ist immer so der Ghost-Effekt ist immer wichtig, dass er drauf irgendwelche Kratzer oder sowas hat. Ja, ist halt voll oft so. Aber manchmal sind es auch sogar Printlines oder so. Ja, genau, Obwohl das bei den neuen Ghosts häufiger ist, ne? Also jetzt so bei Dark Magician und Dark Magician Girl und so, die Ghosts, die haben mehr Printlines als die alten, ne? Die neue Ghosts sind ja richtig Schrott, was Printlines angeht. Das stimmt, das stimmt. Also leider. Die haben häufiger das. Ja, leider. Und ich weiß gar nicht, Drache des Ra, wie sagt man das, Ghost und davon gibt es, glaube ich, 2 Stück im PSA 10 auf dem ganzen Welt. Ja. Ja. Ja, weil es ist unmöglich, den Hund reinzukriegen. Ist so, es ist so. Unmöglich. Also, ich war mal beim Lager, beim Händler. Ja. Und der hatte über 100 Stück da. 100 Drachen des Rang Gold. Und alle, ja, halt nicht perfekter Zustand. Alle hatten was. Alle. Krass, ey. Krass. Und die sind frisch aus dem Booster, ne? Da wurde ja nicht getradet oder irgendwie Binder oder gespielt. Ja, ja. Direkt vom Booster in Toploader und ja. Nicht perfekter Zustand. Ich frage mich, wie das passieren kann. Das verstehe ich nicht. Ist das so eine Einstellung hier? Nein. Mit Printlines, ohne Printlines. Let's go. Wie ich schon sagte, Printlines hat ja was mit dem Herstellungsprozess zu tun. Ne? Ich glaube einfach, der Prozess ist eh extrem aufwendig. Mhm. Und ich glaube, das ist komplett Laienwissen. Da sagt bestimmt jetzt jemand, der da irgendwie so in einer Fabrik arbeitet oder das programmiert, hat voll der Ahnung. Ich nicht. Aber ich glaube, fast nur die letzte Schicht ist relevant dafür. Hm. Klar, Kratzer sind was anderes, aber jetzt so Printlines. Ich glaube, es ist eh nur die letzte Schicht. Und ich glaube dazu wirklich, also ich weiß halt nicht. Also die Karte wurde ja 100-mal bedüttelt. Ich weiß halt nicht, ob jetzt quasi die letzte Schicht mit denselben Drucker gedruckt wird oder ob das eine neue neuen Drucker ist. Weißt du, wie ich das meine? Ich verstehe, was du meinst, ja. Aber wenn es der gleiche ist, dann druckt dieses Ding ja gefühlt 20 Mal drüber und dann ist es ja recht wahrscheinlich, dass da mal was passiert. So. Ja, ja. Aber ja. Ich denke, das kann sogar auch vielleicht was an sich mit der Fabrik zu tun haben, wenn die, wie gesagt, auch, also wenn die Maschine gerade frisch gewartet wurde und alles neu ist, also alles UVP so ungefähr, ich glaube, dann ist der Druckzustand ultra gut, also gute Qualität, aber wenn das Ding halt schon seit irgendwie 5 Jahren mobbelt, dann glaube ich schon, dass da mal schneller was halt schief gehen kann. Ne? Kann man nichts machen.
Nee, da kann man ehrlich gesagt nichts machen. So, jetzt kommen wir mal zur Auswertung, würde ich sagen. Ja, Auswertung klingt immer gut. So, von der möglichen 150 Punkte hey, voll krass, hast du 115 geholt. Ja, aber da waren da so die Bonus mit eingerechnet, oder nicht? Nee, die Bonus habe ich ja alle nicht bekommen. Genau, du hast den Bonuspunkt nicht bekommen. Na gut, okay. Genau, das ist halt 115 Punkte insgesamt hast du bekommen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, muss man sagen. Die 50 Punkte halt sind schwer zu holen, weil du musst halt genau den Preis halt erraten. Ja, aber wie viel hat die Frage mit den Pharao nochmal gegeben? 5. Ja, guck mal, also die 5, muss ich zugeben, waren schon halb geschenkt. Also wenn man jetzt sagt, schreib es hin und wenn es richtig ist, dann richtig. Also dann hätte ich wahrscheinlich den Punkt nicht bekommen, aber... Ja, aber 115 ist halt in Ordnung. Ja, genau, 105, 110, ja, 5 pro Land, das ist egal. Halt, das ist egal. Aber... Tja, da wir ab jetzt eine Ranking haben werden. Oh nein! Du bist erstmal Platz 1. Ja, das kann mir niemand nehmen. Ich war Erster. So ein Ding ist das. Da bin ich mal gespannt, was die anderen so machen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Er kommt, glaube ich, echt auf die Fragen an. Also wenn ich jetzt Pinguinsoldat gar nicht gekannt hätte, wäre ich ja komplett aufgeschmissen gewesen. Ja, wärst du auch, ja. So wie bei der Fusion im Duell, dunkler Paladin. Die dunkler Paladin? Ey, das musste man kennen, ey. In dem Moment, wo ich Magician Force gesagt habe, dachte ich, du weißt es safe. Nein. Also da bin ich komplett raus. Also wirklich. Also das Ding ist, also ich bin halt, also ich kenne halt Anime und so, aber geguckt, wann habe ich zuletzt Battle City geguckt? Das halt jetzt, glaube locker 10, 12 Jahre her. Also deswegen, das ist alles nur noch so Halbwissen aus der Vergangenheit halt. Aber dafür war es gar nicht so schlecht. Ja, danke. Das ist gar nicht so schlecht. So. Ja, lag am Glücksbringer. Ja, das stimmt. Das lag daran. Ja, ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich hoffe, du hattest auch Spaß. Definitiv. Ja, cool. Das freut mich. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wenn ja, schreibt einfach mal in den Kommentaren. Wie fandet ihr die Leistung von Schattenspieler? War gut? Habe ich zu viel geholfen? Hä, nee, schreibt lieber rein, wie ihr das Format findet. Ihr müsst doch nicht sagen. Und natürlich, wie fandet ihr das Format? Und natürlich, wenn ich ihm zu viel geholfen habe, ziehe ich einfach von ihm 50 Punkte ab. No, mein Gönner, Mann, Hälfte von denen, die ich danke Hilfe. Hä? Wo hast du denn geholfen? Du hast mir bei Stardust übelst geholfen, lag trotzdem voll daneben. Du hast mir bei der Fusion geholfen, konnte ich trotzdem nicht erraten. Also, weiß ich nicht. Sorry, ich konnte dir nicht die Antwort geben. Das so funktioniert dein Quiz nicht. Okay. Also Günther Jauch macht das manchmal gefühlt. Ja. Ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr auf jeden Fall lasst ein Like da, abonniert mal den Kanal. Wir sind auf einem guten Weg Richtung 1000. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Schattenbüchler für deine Zeit und für deine gute Laune auf jeden Fall heute. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal mit der nächsten YouTuber. Wer das ist, werdet ihr noch erfahren. Hau rein und ciao.